Da sind wir auch zurück bei Ni no Kuni. Ja, ich habe noch ein ganz, ganz kleines bisschen trainiert. Nicht viel, wirklich gar nicht viel. Und ich hoffe, jetzt schaffen wir es endlich, Shaddaa zu besiegen. Und ja, wenn wir es schaffen, dann wird das eine epische Geschichte. Dann schreiben wir zusammen Geschichte, wie wir Shaddaa besiegt haben. Diese Geschichte werdet ihr dann irgendwie eines Tages euren Kindern erzählen, was wir damals geschafft haben. Ja, und wenn wir es nicht schaffen, dann müsst ihr es auch nicht weiter erzählen. Dann behalten wir es lieber für uns. Aber wir werden es schaffen mit dieser epischen Musik. Mit eurer Unterstützung können wir einfach nur gewinnen. Wir können nur gewinnen. Wir werden es echt hinkriegen, ich weiß es. Also, hör gut zu, Shaddaa. Jetzt kriegst du ein paar aufs Maul. So sieht's nämlich aus. Und dann können wir endlich in die Herbstlanden fahren. Ach ja, schöner Sonnenuntergang. Eine wunderprächtige Farbstimmung haben wir hier. Und die ist auch schon wieder vorbei. Nee, lass mich, ich brauche meine Kräfte noch. Kann ich eigentlich durchfahren? Nö, kann ich nicht. Dachte ich mir schon. Aber musste es trotzdem ausprobieren. Wir machen gute Fahrt, muss schon sagen. Wir geben richtig Stoff. Und schon bald wird sich der Himmel verdunkeln. Ah, es ist soweit, es ist soweit. Es wird dunkel. Und Shaddaa. Oh nein! Nein, nein! Nein, ich hab's nicht gesehen. Ich hab den Typen nicht gesehen. Und nö, jetzt müssen wir nochmal kämpfen. Und dann haben sie noch die Oberhand. Dann verlieren die ein bisschen Leben. Das ist ja saublöd. Ich hätte gerne gegen Shaddaa gekämpft, ohne irgendwelche Komplikationen hier. Und zwar mit vollem Leben. Ja, Sven ist gleich tot. Alter, was geht denn mit euch ab? So. Was ist denn das? Ein Zomboot-Mann. Also ein Zombie-Bootsmann. Wie geil ist das denn? Ein Zombie-Bootsmann. Klingt richtig super. Ich mag ja Zombies. Ich mag alles, was mit Zombies zu tun hat. Huch. Aber ich stehe irgendwie eher noch so auf die alten Zombies. Heißt, die schlurfen, nicht so schlau sind, nicht so stark, aber in großen Mengen echt gefährlich sind. Ich meine zum Beispiel The Walking Dead finde ich auch ganz coole Serie, aber da sind mir die Zombies manchmal echt ein bisschen zu krass drauf. Das sind für mich schon zu stark ausgeprägte Zombies eigentlich. Aber trotzdem eine ganz coole Serie, auch wenn ich sagen muss, ab der zweiten Staffel in der Mitte fällt sie ziemlich ab. Aber die erste Staffel war echt cool. So, jetzt aber nochmal heilen. Ja, der Sven, der hat natürlich schon fast keine Magie mehr, das ist ja super. Was haben wir denn eigentlich so in der Tasche? Haben wir viel in der Tasche, das uns weiterbringt? Haben wir überhaupt was? Oh man, das sieht irgendwie alles nicht so gut aus. Wir brauchen noch was, das uns Magie herstellt. Können wir aber nicht. Scheiße, ich muss zurückfahren. Ich muss zurückfahren und dann fahren. Das kriegen wir niemals hin, glaube ich so. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 tut mir leid, Leute. So wage ich den Kampf also nicht. Mann, du bist voll die Memme hier. Ja, okay, vielleicht, aber ich glaube, wir brauchen echt ein paar Gegenstände, die uns die Magie wieder herholen können. Ich glaube, ohne Säuber schaffen wir es nicht, weil das, was immer knapp bei uns ist, ist die Magie. Und ohne Magie ist das echt schwer. Außerdem habe ich ein bisschen trainiert, wir haben ein bisschen Geld auf Tasche. Dann können wir uns auch ein paar Kaffees etc. holen. Es wird kein Problem sein. Tut mir leid, das ist jetzt doof, aber naja. Kann man nichts machen. So, das kostet zwar verdammt viel, aber her damit, drei Kaffees.
Dann nochmal hier 3 Stück. Dann nochmal ein Sandwich. Und hier nochmal 3. So. Also, das müsste doch jetzt eigentlich echt gut aussehen. Von den Objekten her müssten wir das doch jetzt hinkriegen. Speichern nochmal. So, aber jetzt machen wir ernst, Jada. Jetzt ziehen wir uns nicht mehr zurück. So wahr ich hier stehe in meiner Badehose. Stimmt, Tröpfchen? Ja, das stimmt. Okay, nochmal. Setzt die Segel. Wir schippern nochmal zurück zu Jada mit unserer epischen Seekuh. Wow, Seekuh. Ich bin immer noch so begeistert von diesem Namen, der einfach nur Epicness pur ausstrahlt. Ein Applaus für die Seekuh. Egal. Wir werden es trotzdem schaffen, auch wenn das Schiff Seekuh heißt. Guck mal, hier, Fluch der Karibik. Oder zumindest Karibik. Fluch sehe ich keinen. Tuka, 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 tuka. So ein bisschen den Viechern ausweichen. Bisschen umschippern. Diesmal ohne Kampf, bitte. Sehr schön, das funktioniert gut. Nein, 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 hau ab, hau ab, hau ab. Ich bin schneller. Ja. Glück gehabt. Da vorne müssen wir hin. Diesmal kommen wir auch an. So, ich speichere nochmal kurz. Machen wir mal wieder einen neuen Spielstand. Wir können das ja machen. Wir haben ja genug Speicherplatz immer. So, auf geht's. So, schnell in die Hände gespeuzt hier und dann legen wir so richtig los. Hier, das hier können wir wieder überspringen. Schade. Als erstes Olli. Ich will noch die Taktiken durchgucken. Heilen und voller Einsatz. Ich glaube, das lasse ich so. Oliver sollte auch heilen, wenn ich ihn nicht spiele. Das ist ganz gut. Mal gucken, ob das Zeug hier viel abnimmt. Mit Schockwelle könnten wir ihn so ein bisschen zurücktreiben. Das könnte nämlich bedeuten, dass er dann nicht gerade angreift. Jetzt müssen wir einfach gut auf Verteidigung immer gucken. Okay, ich mache einfach Schockwelle hier. Was eigentlich auch blöd ist, ist, dass wir... Scheiße, jetzt habe ich nicht verteidigt. Das läuft ja schon mal gut. Was auch blöd ist, ist, dass ich nicht sehe, wie viel Magie jeweils die anderen haben. Obwohl, es hat uns jetzt nicht so krass erwischt. So. Schockwelle ist eigentlich ganz gut, muss man sagen. Kaltes Feuer abwehren. Esther, wie steht's um deine Magie? Ja, das sieht gut aus. Huch, es hat mich erwischt. Aber schon wieder geheilt. Dann gleich noch eine Schockwelle hier drauf. Ich glaube, wir schaffen's. Wenn wir es so durchziehen. Auf wen setzt er? Auf mich, okay. Kein Problem, haben wir verteidigt. Oh, Böe, da müsstet ihr eigentlich weg, aber ich kann euch ja nicht sagen, ihr sollt da verschwinden. Das ist so ein bisschen doof immer noch. Aber okay. Wintereinbruch, verteidigen. Lach nicht so blöd. Wir kriegen dich. So. Ja, geht uns noch ganz... Okay. Den anderen, ja. Wie viel Magie? Okay, Esther, keine Magie mehr. Dann schmeißt ihr mal... einen starken Kaffee rein. Und gleich nochmal einen. So, und jetzt zurück zu Oliver. Nein, ich war zurück zu Oliver. So. Und jetzt Schockwelle wieder. Ach, wir brauchen auch mal was für ein Proviant. Oh, kaltes Feuer. Verteidigen!
Guck mal, wir haben ihm schon ein Viertel abgenommen. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Proviant. Ja, bei dir machen wir mal einen Eiskaffee. Achtung, Wintereinbruch und ich kann nicht verteidigen. Mann. Ah, doof. Komm, setz noch eine Schockwelle auf ihn. Aha, der ist genug weit entfernt. Wie viele Kaffees haben wir noch? Noch einen, dann nehme ich nochmal hier sowas. Nehme ich nochmal einen Eiskaffee. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Esther? Jo, komm. Zieh dir gleich noch den starken Kaffee rein. Zur Sicherheit. Huch. Au, das tut weh. Und du zieh dir gleich noch den Eiskaffee rein. So, also, dann kämpfen wir mal weiter. Immerhin, es leben noch alle. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Achtung, Wintereinbruch, verteidigen. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Dann schaffen wir es vielleicht. Obwohl es echt ein harter Kampf ist. Na, kaltes Feuer, na toll. Na toll, Verteidigung, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, knapp. Sau knapp. Schockwelle. Hat ihn das jetzt nicht erwischt? Jetzt haben wir keine Magie mehr. Jetzt wird es langsam blöd. Okay. Gehen wir mit unserem Totoro ein bisschen drauf. Greift an, Leute. Greift an. Warum greifst du denn mit Natoria? Oh, oh. Zu nah. Ah, nee. Doch nicht. Huch. War es das etwa? Aber wir haben ihm doch erst ein Viertel abgenommen. それが今のお前の力か。ジャボ。アリシア様は。アリシア様はどこだ。アリシア。懐かしい名前だ。滅びの運命を変えられるのならば見せてもらおう。お前の抗う力というものをな。 Ach du Schitte! Huch, ein riesiges Auge. Oh nein. Nicht gut. Are, ここ... Oliver! Oliver! Kimi wa? Kocchi! Kocchi da yo! Oliver, kocchi! Oh, Oliver! Mo abunai yo! Gomen! Datte, boku sakki made... Daijoubu da yo! え、大丈夫? おっきなメメ、もういないよ おメメ? あ、ドクロメ! そうだ、僕、なんでホットロイトに? ジャボーは? みんなは? みんな? オリバーがね、最後なんだよ え、何言ってるの? こっちだよ、オリバー、ココロが連れてってあげる ちょっと、待って オリバー、急いで! Oliver! Oliver! Esther? Oliver! Oh, dem Himmel sei Dank! Oh, oh, alle sind da, aber wo ist Pia? Pia? Sie ist nicht hier! Wovon redet ihr? Hey, geht's dir gut, Junge? Ohoho, endlich bist du wieder unter uns. Captain.
Sieht so aus, als ob es mehr als nur eine Windböe braucht, um dich klein zu kriegen. Na gut, Schluss mit dem sentimentalen Gequatsche. Captain, ist das Schiff noch seetüchtig? Nö, leider nicht. Der Sturm hat meiner geliebten Seekuh schwer zugesetzt. Selbst wenn alle Mann in Doppelschichten schuften, dauern die Reparaturen. Mindestens eine Woche. Was? Aber das ist ja eine Ewigkeit, Mann! Ah, wir sind die größten Pechvögel der Welt. Sag sowas nicht, dass wir überhaupt noch am Leben sind, bedeutet, wir hatten mehr Glück als alle anderen, die jemals dem Auge des Sturms begegnet sind. Er hat recht, wir hatten verdammtes Glück, dass wir überlebt haben. Ich wette, wir haben das nur geschafft, weil Oliver bei uns war. Ich? Aber ich hab doch gar nichts getan. Meinst du, es war Pia? Egal, es macht keinen Unterschied. Ich konnte Shadar nicht besiegen. Ich konnte Alice nicht retten. Ihr sprecht von Dingen, von denen ich nichts verstehe. Aber reicht es denn nicht, dass ihr wohlauf seid? Er hat recht, Oliver. Komm schon, freu dich mit uns. Ich werde es versuchen, danke. Gut, also, Kapitän, wie können wir helfen? Oh, ich schätze deinen Eifer, junge Dame, aber du musst die Arbeit schon uns Seemännern überlassen. Ja, sieht so aus, als ob wir dann Ferien hätten, was? Ich nehme an, dass uns ein paar Tage Sonnenbaden nicht schaden werden. Ah, typisch. Hä? Hat irgendwer Tröpfchen gesehen? Jetzt wo du sagst, nein. Meinst du, dass er weggetrieben wurde? Oh nein, schau! Tröpfchen, bist du in Ordnung? Was ist los? Wie meinst du? Mir geht's gut, ja, aber klar doch. Klar. Hast du dir den Kopf angeschlagen, als wir an der Küste gespült wurden? Du benimmst dich echt seltsam, Kumpel. Von was redest denn, Mann? Ist das Boot repariert? Sag, dass es repariert ist. Kommt schon, verziehen wir uns von dem Mistfelsen hier. Das ist noch lange nicht fertig. Weißt du doch. Komm, wir müssen uns irgendwie beschäftigen. Sollen wir uns auf der Insel umsehen? Hä? Nein, ich meine, warum sollten wir sowas machen? Ist total langweilig. Und garantiert verlassen und gefährlich. Lebensgefährlich sogar. Bleiben wir einfach da und genießen den Ausblick. Ah, so schön, ja, schön. Einfach wunderschön. Ah, natürlich. Freunde, wir werden bald keine Vorräte mehr haben. Könntet ihr losziehen, um für uns und unsere Schiffskameraden etwas Verpflegung zu suchen? Natürlich, Captain. Das ist das Mindeste, das wir tun können. Großartig. Kommt schon, alle miteinander. Auf geht's. Nee, Mann. Warte, Mann. Das geht nicht, Mann. Hast du nicht gehört, Mann? Das ist gefährlich, Mann. Da wirst du bei lebendigem Leib gefressen, Mann. Und so. Also, Fee. Ich bin nicht sonderlich wild drauf, aber wir haben kaum eine andere Wahl. Wir müssen halt die Zähne zusammenbeißen, klar? Verflixt noch eins. Was ist denn los, Tröpfchen? Das wirbelnde Wüten im Herzen des Sturms hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Juhu, Geschichte! Da muss ich immer noch irgendwann ein Special raushauen. Das kommt auf jeden Fall. Vielleicht aber erst gegen Ende des Spiels. Komm schon, Oliver! Sehen wir uns auf dieser Insel ein bisschen um! Das war also Shadar, Und wir konnten ihn nicht besiegen. Besiegen? Wir hatten nicht die geringste Chance. Wir müssen schon gewaltig zulegen, wenn wir das nächste Mal besser machen wollen. Im Grunde müssten wir einen allgemeinen Angriff starten. Einen allgemeinen Angriff? Ja, diese Angriffsvariante empfiehlt sich, wenn die Gelegenheit günstig ist oder wenn du im Kampf in Schwierigkeiten gerätst. Drücke Dreieck, um auf allgemeinen Angriff zu schalten und Viereck, um zur allgemeinen Abwehr zu wechseln. Ah, genau das habe ich gemeint. Deine allgemeine Abwehr. Endlich. Ich danke dir. Das wird sicher nützlich sein. Du hast ja vielleicht doch von irgendwas Ahnung. Natürlich. Mein Alter war ein ziemlich strenger Lehrmeister. Okay, legen wir einfach los. Ah, ich sag dir, Mann, das ist keine gute Idee. Was ist denn, Tröpfchen? Komm schon, Mann, warum setzen wir uns nicht ein bisschen hin, anstatt dauernd in der Gegend rumzulatschen? Zuerst stresst du immer so, und jetzt stressen wir dich und du hast keinen Bock.
Naja, wir speichern hier mal. Wie wir gesehen haben, ja, Shaddaa hat uns fertig gemacht eigentlich. Was auch wieder so ein Teil ist. Wir hätten Shaddaa nie ganz besiegen können, aber Shaddaa vernichtet uns nicht. Nein, er zaubert das Auge des Sturms herbei. Da hatten wir vielleicht eine 1%ige Chance zu überleben, aber genau diese 1%ige Chance hat gereicht. Warum hat er uns nicht direkt vernichtet? Ah, diese Bösewichte, die begreife ich einfach nie. Naja, das nächste Mal werden wir uns dann in diesem Fall auf dieser Insel umgucken. Nein, du greifst mich jetzt nicht mehr an in dieser Folge. Das gibt's nicht. Also, bye bye. Um dich kümmern wir uns das nächste Mal. So wahr ich hier stehe, du kriegst schon noch deine Abreibung. Tschüssi. Nein, ernsthaft jetzt. Jetzt bin ich weg. Also ihr könnt gerne noch diesen Screen hier immer wieder betrachten, solange ihr wollt. Kein Problem. Aber ich gehe jetzt, ne? Tschüss.